Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Oh, ich muss den Affen bezwingen. Ich habe keine Lust, den Affen zu bezwingen. Ach Gottes Willen, den Affen. Das wird schön. Die Leute können nicht den Abhang runterspringen, oder? Sonst hätte ich einen mitgenommen. Mal gucken, folgst du mir? Also wenn du mir folgst, nehme ich dich ein. Ich bezweifle, dass er so schlau ist. Na gut. Bezwingen wir einen Affen. Ich versuch's mal mit Unsichtbarkeit. Ich will es unfair machen, ich weiß, aber ich weiß, dass es nicht geht. Ah, er dreht sich schon um. Na komm her, Dude. Ach Gott. Gesprungen, haha. Schon wieder? Oh Gott. Ja, drehen wir mal komplett durch. Jetzt muss ich weglaufen. Oh, das ist gut. Okay, das war eins. Ah, an sich ja schon mal nicht so schlimm. Hätte ich ihm einfach im Weg stehen können? Ey, wieso hast du es zweimal eingesetzt? Geil. Okay. Wie soll ich mich denn darauf... Wie soll ich denn das machen, ey? Au. Kassiere! Nein, den will ich. Lauf nicht weg! Ja, er ist weg. Oh. Haben wir noch den anderen hier vor uns, den Hans-Dieter, den ich gerade nicht sehen kann. Ich bin noch ausgewichen, verdammt. Oh oh. Okay. Lässt mich kurz mal funkeln? Nein. Lässt er mich nicht. Und nein. No, oh. Oh. Alles klar. Du musst da weg von der Wand gehen. Ist ja nicht so, als hätte ich abgeblockt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ohoho. Oh Gott, das ist nicht gut, wo ich gerade stehe. Oh. Ah, shit. Mist. Oh, das Konfekt hat nachgelassen.
Oh, das ist perfektes Timing. Ah, das ist nicht dein Ernst, Mann. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße, ich bin in der Falle. Oh, ich hab ihn gleich. Scheiße. Du es nicht. Was auch immer du vorhast. Oh. Oh, ich hab. Oh, Gottes Willen, ey. Oh, Dreckswurm, ey. Du machst das nie wieder. Bitte. Bitte steh nicht auf. Oh. Erinnerung, kopflose Affe. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfes weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Der kopflose Wächteraffe war ein gewaltiger Affe, geplagt von der Macht der Unsterblichkeit. Gebetsperle. Eine lose Gebetsperle an einer Figur des Bildhauers. Vier davon hast du nicht gesehen. Und noch eine. Oh. Nice. Du bleibst liegen. Nein. Aus. Pfui! Bleib liegen, verdammt! Was ist denn dein Problem? Okay. Und bleib liegen! Das war ein Scherz, ich wollte nur aus Scherz auf ihn draufkloppen. Diese Ninjutsu Technik umhüllt eine Klinge mit dem Blut des Opfers und erhöht ihre Reichweite. Verbraucht Geistembleme wird nach einem Hinterrückstodeschlag ausgeführt. Der Wolf entdeckte diese Technik, als er mit der sterblichen Klinge einen Gegner enthauptete und sich aus dem vergossenen Blut ein verfluchtes Schwert bildete. Dieses sieht der sterblichen Klinge zwar ähnlich, kann aber keine Untoten töten. Sieben Geistembleme, alles klar. Okay. So, haben wir es jetzt? Oh. Verbessern wir unsere Angriffskraft. Relikt, kopflose Affe. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Einst teilte der Wächteraffe seinen Baum mit seiner Gefährtin, doch nur er wurde infiziert und seine Gefährtin starb. Jetzt sind selbst die Blumen auf ihrem Grab zu Staub verfallen. Das war doch seine Gefährtin. Ich weiß nicht, was die haben. Ist alles in Ordnung. So, wie sieht's aus mit meinen Punkten? Ah, kurz vom Level ab. Hä? Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich nicht hin. Hm. Der leuchtet mir ein bisschen zu komisch. Huch! Huch, juch, juch. Was leuchtet hier denn so? Was seid ihr so krass drauf? Ihr geht mir auf den Sack. Ah, hab ich ausgerüstet.
Ja, nette Zaubertricks. Au. Das sind doch mehr. Werd hier die ganze Zeit beworfen. Oh, weißt du, einer von denen ist schon echt nervig. Und dann werde ich auch noch von oben beworfen. Von wo kommt das denn? Habt ihr es jetzt langsam? Gott, wie nervig ihr seid. Nö, ich laufe hier einfach weiter. Macht doch, was ihr wollt. Die dämlichen Schweine. So, jetzt können wir kämpfen. Jetzt bin ich nämlich nicht mehr auf euch angewiesen. So. Seht ihr, einer ist gar kein Problem. 600 Erfahrung. Okay, kann man richtig gut farmen. Aber ich muss da was testen. Bevor wir jetzt irgendwie farmen. Hä? Oh! Hm. Alles klar, sind Geister. Das heißt, rein theoretisch geben die ordentlich Erfahrung. Das heißt, ich werde immer wieder so machen. Dann ploppt er nämlich auf und ich töte ihn. Und dann kommt nämlich sein Kollege. Dann sind das knapp 1200 Erfahrung. Na komm. Das ist echt nicht schlecht. So, einmal machen wir noch, damit wir das Level vervollständigen. Und dann können wir weiter. Weil dann kann wirklich nichts mehr schief gehen. Können wir meinetwegen auch sterben. Also rein theoretisch wäre es so möglich. Ich gehe rüber. Zack. Mach den kaputt. Einnehmen geht nicht. Okay. Haben wahrscheinlich auch kein Blut. Und das war's. Und kommt der Typ hierher. Tschüss. So geht's auch. Stirbst du auch? Na, siehst du mal. Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich sehe eine Tier. Da hinten. Wir sind wahrscheinlich gegen. Ich meine, hier sind Gegner, die einfach so aufploppen. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hallo, Chicken. Jetzt auf jeden Fall viel zu erkunden. Oh, ich bin erstmal heilfroh, dass wir an den Affen vorbeigekommen sind. Das war einfach meine größte Sorge. Weil einer alleine ist okay. Damit komme ich klar. Damit kann, da kann man sich auch alles einprägen, wie sie interagieren mit dir und alles. Aber wenn da zwei Affen sind, ist einfach nicht, nicht, dass ich das nicht kann, sondern dass ich das nicht will. Ich habe keine Lust, gegen mehrere zu kämpfen. Das ist das Ding. Kügelchen. Also ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsboss hier. Ja, cool. Das ist, Ach, guck mal. Was geht denn hier ab? Seid ihr böse? So ansatzweise. Was? Hä? Okay, die sind nicht besonders stark, aber... Die kommen halt aus dem Nichts. Da ist ja noch einer. Die geben nicht mal viel Erfahrung. Magnetitschrott.
Ich will das haben. Ach, es ist schön, mal wieder schlechte Gegner vor ihm zu haben. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wirklich Schaden machen die auch nicht. Schon ein bisschen armselig. Eisenschrott. Mibo war Lord des Reichtums. Kügelchen. Ganz viele Tote. Das war seltsam. Ein Kopfloser. Sag mir bitte nicht, dass das jetzt Standardgegner sind. Gucken wir uns hier erstmal in Ruhe um. Wir müssen noch auf diesen komischen Kopf, den wir gesehen haben, wo ich dachte eigentlich, wo wir hinkommen. Oh, hi. Oh, ja. Wenn ihr den Weg des Buddha kennt, würdet ihr jemanden töten, der sich ihm entgegenstellt? Jemanden, der sich Buddha entgegenstellt? Genau. Derjenige, von dem ich rede, versteckt sich in einem verlassenen Tempel dort vorne. Er hat das Dorf mit einem Schattennebel umgeben, damit er die Dorfbewohner zum Narren halten kann. Ein verlassener Tempel? Ja, es ist ein altes Gebäude. Die Tür mag verschlossen sein, aber im ersten Stock sollte es ein Loch geben. Okay. Wir können also... Ist er jetzt unter mir? Der Kopflose. Wir müssen gleich mal gucken, wo er ist. Vielleicht kann ich auf ihn raufspringen. Also geht's hier zu irgendeinem Häusle, wo jemand diesen Nebel erstellt. Aber ich würde halt erst gerne mal den Kopflosen bezwingen. Da ist er. So eine schlechte Position, ey. Kann ich ihn von hinten erwischen? Rein theoretisch kann ich ja dann immer noch weglaufen, ne? Ach, ne. Hallo? Nö, also ich sehe das jetzt nicht ein. Ich möchte ihn von oben erwischen. Also hat er noch Kollegen mitgebracht, anscheinend. Ja, mach das mal. Mach mal. Ach, da bist du. Du musst schnell weg, Freundchen. Ich will so nicht gegen dich kämpfen. Oh, shit. Nein! Hilfe! Das ist ungünstig. Ich komme nicht mehr hoch. Er soll mich erstmal vergessen. Laufen wir erstmal noch ein bisschen hier rum, untersuchen alles. Freut er sich da immer noch seines Lebens? Ich glaube, der wird mich nicht vergessen.
Ernsthaft? Ich will dich nicht normal bekämpfen. Es kostet viel zu viele Ressourcen. Stattdessen verlassen wir jetzt mal das Gebiet. Hier muss eigentlich noch irgendwo ein Loch sein. Bitte? Das ist jetzt Mobbing. Okay. Wir machen sie beide fertig. Dann gucken wir zuerst nach dem Kopflosen. Was für ein Scheiß. Ah, mein Konfetti habe ich parat. Ist er da immer noch am Chillen? Er hat mich noch nicht gesehen, ne? Oh Gott! Timing! Timing for the best! Okay, der Typ spawnt also die Typen. Na gut, komm. Dann muss ich mich nochmal ausruhen. Und dann müssen wir ihn halt auf die altbekannte Weise vernichten. Dann kümmern wir uns halt erstmal... Wie ich das hasse. Kümmern wir uns erstmal um den Magier. Der war ein bisschen leichter, fand ich. Geh doch weg. So, Mr. Magier. Zeit für eine zweite Runde. Ich bin sehr froh, dass ich die schon mal besiegt habe. Alles klar. Ach, da ist es. Jetzt ist es plötzlich da. Der den Schaden und Vitalität und Haltung kurzzeitig steigert. Ich mach's einfach mal. Hallo, Dude. Ach komm, direkt mal verkackt. Lass mal was trinken. Scheiße. Nein. Der macht das gleich zweimal. Die Potsau. Da auch noch die großen Bälle hinterher, ja? Oh oh, mein Konfekt hat nachgelassen. Ah, läuft gerade alles ein bisschen suboptimal, ne? Oh!
Ich hätte ihn gerade exekutieren können, als er gesprungen ist. Spring doch mehrmals für mich, Mann! Ernsthaft. Okay, das ist eine gute Info. Wenn er springt, kann ich ihn schnappen. Ach komm. So, das war eins. Ah, erstmal lief es nicht so gut. Ich habe aber auch nicht unendlich Konfekt. Muss da ein bisschen aufpassen, glaube ich. Au. Oh. Ich bin hängen geblieben. Ach Gott, deswegen. Warte kurz eine Sekunde. Hui. So, bin wieder da. Können weiterhin Spaß haben. Ach, Mann. Ach, Kacke, jetzt habe ich alles verschwendet. Oh, das läuft so gut. Perfekte Runde. Oh, oh. Anti-Grauen. Und Leben. Oh, diese Scheißstatue. Mein Konfetti hat nachgelassen. Scheiße. Ah, ich bin gleich wieder da. Muss nur mal kurz wusch wusch machen. Wusch, wusch. Scheiße. Ah, die Drecksgroßen. Oh. Puh. 1900. Ring der Unzufriedenheit. Ein alter Ring für zarte Finger. Eisvogel wurde eingraviert. Damit wird das Flötensignal-Prothesenmodul verbessert. Diesen Ring beim Blasen des Flötensignals zu tragen, erzeugt eine traurige Melodie. Einsamkeit und Schönheit. Der weinenden Stimme sind vielleicht trübsinnig genug, eine zornige Stimme verstummen zu lassen. Okay, besänftigen. Guck mal, da oben ist der Luft. Und da ist das Geheimnis, was ich gesucht habe. Hoffentlich kommt er nicht nochmal wieder. Jetzt steht er da. Das wär's doch, ey. Aber wie komme ich da hin? Ich will da hin? Kann ich vielleicht später fliegen? Da ist ein Loch, aber das wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen. Na gut, dann halt nicht. So viel zu dem Dude. Oh, jetzt habe ich gerastet, ne? Ich kann reisen. Ha! Wenn er jetzt nicht wieder da ist. Hey, hier ist ja keiner, das ist gut. Na, vielleicht kann ich ja von oben irgendwann. Das ist meine Hoffnung. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Lang genug haben wir es gemacht. Wir sehen uns morgen wieder in dem verborgenen Wald. Haut rein, ciao.